Ein kambodschanisches Gericht hat den führenden Oppositionspolitiker Kem Sochcha wegen Hochverrats zu 27 Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde Verschwörung zum Sturz der Regierung des langjährigen Machthabers Hun Sen vorgeworfen. Unmittelbar nach dem Urteilsspruch wurde der 69-Jährige unter Hausarrest gestellt. Die USA und internationale Menschenrechtsgruppen haben das Urteil als politisch motiviert verurteilt. Patrick Murphy, US-Botschafter in Phnom Penh, bezeichnete den Prozess als politisch motivierte, erfundene Verschwörung und als Justizirrtum.